letzten Schritte des Tages sind erreicht. Jetzt sind wir in Berlin-Köpenick angelangt und jetzt geht es Richtung Hotel, die letzten Meter noch. Das heißt, jetzt nochmal in den Straßenbahn steigen und dann schauen wir uns das Hotel erstmal an. Auf jeden Fall jetzt geht's Richtung Hotel und gleich sehen wir euch mal auf Rainer treffen. Rainer Akkaruppel ist und dann heute Abend schön auf dem Weihnachtsmarkt, wo ich dann auch die GoPro einmal mitnehmen werde. So sieht das Ganze aus. Wollen wir jetzt mal eine kleine Roomtour durch das Hotelzimmer machen. Gehen wir jetzt hier in den, ja, ich sage Schlafbereich. Über in das Bad. Sieht nach einem guten Bad aus, also ist halt, ja. Wie man es kennt, das bin ich. Gute Klasse. Dann geht's rüber. Hier gibt es irgendwie, habe ich gerade schon gesehen, so eine Art Möglichkeit, rüber den Nachbarraum zu gehen. Ist aber abgeschlossen. Das heißt, da kommt es gar nicht weiter. Da haben wir hier. Was schon richtig fancy ist, wir haben so ein ganz altes Telefon, so wirklich so richtig steinalt. Ja, dann haben wir halt hier Garderobe. Fernseher und der Blick tatsächlich. Wir haben teilweise einen kleinen Blick auf die Dame, das selten ist die Dame. Was man da hinten vielleicht links erhaschen kann, da wo kleine Bötchen sind, das ist die Dame. Ist ja ein ganz relativ grundsolides Zimmer. Und jetzt geht's weiter. Dann geht's gleich langsam los. Dann was gleich im nächsten Schnitt wieder. Moin Mädels. Ich habe ja eben im Stream gesagt, wir streamen vom Weihnachtsmarkt. Machen wir nicht. Wir machen heute Videos. Wir machen, der muss langsam reden, ich weiß. Wir machen Videos für YouTube und so. Aber erst gehen wir essen. Wir gehen jetzt unten in eine Pizzeria. Hauen uns eine Pizza rein mit Nudeln oder Nudeln mit Pizza. Und dann machen wir uns weg. Bis später. Ciao. Macht's gut. So. So. Gott, sind wir schön. Hey, pass auf die Fresse, weil es hier glatt ist. Und du pullst das nicht mal. Wir sind gerade essen gewesen bei diesem Italiener hier. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Straßenbahn und dann gehen wir. Und ich muss viel mehr Schritte machen. Das glaube ich nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Straßenbahn und dann werden wir uns irgendwo in Berlin einfinden auf irgendeinem Weihnachtsmarkt. Und dann hoffe ich einfach mal, dass man mich überhaupt jetzt sieht in dieser Kamera. Ich denke mal schon. Nein. Gut, dann bis das gleich. Verpixelt. Ja, aber das liegt nicht seit einem Jahr, schon seit 20 Jahren. Gut, dann bis gleich in der Straßenbahn. Statement zur Sachlage? Heiter bis wolkig, nachts stellenweise dunkel. Das sehe ich auch so. Aktuell fixen wir das Problem. Mama. Und wir suchen das Problem zu fixen. Mama. Ja. Also wir bleiben ungeduldig dran. So, wir versuchen uns langsam zu dem Riesenstrater durchzuschlagen. Ja, mal gucken wir da rein, bei der Eisbahn hier. Ach, guck mal, die haben was zu saufen. Ja, du hast es auch gleich. Nee, auf Twitch. Ist der leer? Ja. Die sind hier. Kann man das festhalten? Ich halte das mal fest. Die haben sich hier komplett versaut. Ich wollte eine Hose mitnehmen. Und wir sind die einzigen Penner, die nichts mit haben.
Und wir sitzen wirklich gar nicht im Riesenrad. Da hat die Kamera noch auf dem Kopf. Ja, ein Stückchen. Oh, das Problem ist, wenn der einen warmen Arsch kriegt, dann fängt er zu blähen. Oh, ich würde mir das nicht verlieren, was ich Zug haben. Wir haben Chili gegessen. Merle. Ach du Scheiße, noch mehr davon, jetzt muss ich auf. Ja, wir haben die Tür auf jetzt hier. So, sind wir jetzt hier am, wie heißt die Station, Rotes Rathaus. Und ich muss sagen, dafür, dass es eine U-Bahn-Station ist, ist es wirklich sehr schön. Also, wir waren jetzt auf den Zug, der in 6 Minuten erscheinen wird. Und dann fahren wir zum Brandenburger Tor. So, wir fahren jetzt zum Brandenburger Tor. Mal gucken, ob ich den hier mitnehme. Der ist so fertig, Junge. Direkt dahinter versteckt sich das Brandenburger Tor. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich fancy aus. Vorbei hier an den Säulen. So, jetzt laufen wir hier über den Pariser Platz und überlegen, was wir als nächstes für ein Dummtüch machen. Wir schauen einfach mal, wo es das als nächstes hingeht. Es ist auf jeden Fall arschkalt und deswegen überlegen wir, ob wir jetzt irgendwie in so einen Kaffee reinsetzen. Starbucks. Der war rein, oder? Da kommen wir rein, ja, denke ich. Wir haben Platz 3. Wir gehen schon zu Starbucks und dann kaufen einen Kaffee trinken. So, kleines Update, wir sind jetzt wieder in Köpenick. Wir wollten zwar eigentlich zu Starbucks, haben uns dann doch dagegen entschieden. Da haben wir wirklich lange überlegt, was machen wir jetzt? Wir laufen uns einfach warm. Ja, wir gehen jetzt einfach, wir sind jetzt gerade mit der Straßenbahn zurück und dann wollten wir zum Dönerladen. Und der eine Dönerladen hat irgendwie nur bis 22 Uhr auf. Seitdem waren wir gerade, das haben wir, ich glaube 21.45 Uhr haben wir jetzt. Und da haben wir kein Dönerfleisch mehr, da meinten wir, könnten noch ein neues aufsetzen. Aber es hat auch wieder 15 Minuten, das heißt, wir gehen jetzt zu einem anderen Dönerladen, der bis 0 Uhr auf hat. Ich gehe übrigens nur mit, ich habe nämlich gar keinen Hunger. Ich habe mir da zwar vorhin einen großen Teller, das heißt großen und normalen Teller Nudeln reingedrückt. Telefon! Aber jetzt habe ich wieder Hunger, jetzt gucke ich mal, ob wir da einen Döner aufgetrieben kriegen. Und wenn nicht, musste ich einfach ja, Tomaten essen im Hotelzimmer. So, wir sind jetzt hier an der Haltestelle, die ist nämlich rechts. Und da vorne links müsste es schon direkt der Dönerladen. Wir sind fast zu Fuß schon wieder nach Berlin-Mitte gelaufen. Ja gut, da vorne ist auch immer der Dönerladen und ja. Da werden wir gleich mal reinspazieren und einen rausrupfen. Oh, ich sehe ihn schon. Und du? Ja, ich sehe ihn auch schon. Cool. Am Horizont. So, und zum Abschied des Tages gibt es jetzt nochmal einen schönen Käffchen. Handgebrüht. Mhm. In der Hotelbar. Sagen. So, jetzt geht es weiter beim Frühstück. Spiegelei. Spiegelei. Sieht Spiegelei aus. Ja, genau so. Latte Macchiato, Kaffee und Apfelsaft. Brötchen kommt rein. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's life. So, jetzt gehen wir mal eben drunter. An die Dame. Wir haben in dem Hotel. Ein Bootsanleger. Für die kleinen Boote. Und da gucken wir mal, ob wir eine coole Aufnahmen machen können oder irgendwie was wir überhaupt da sehen. Dann irgendwas auf Google Maps gesehen. Das gucken wir uns jetzt an. And on we'll go through the wastelands, through the highway.
So, entspannt, ausgecheckt. Der, der Hotellerie, also der Typ an der Rezeption, ja, der war ja mal echt mega entspannt. Mega gut gewesen. Also auch insgesamt, der gesamte Aufenthalt war eigentlich sehr angenehm gewesen. Schön gefrühstückt morgens, schön Kaffee reingezogen. Jetzt geht's zur Bushaltestelle. Und dann Richtung Altstadt Köpenick. Wahrscheinlich hier jetzt in der Altstadt von Köpenick angelangt. Hier sind ja jede Menge etwas ältere Häuser. Ich gehe jetzt gerade so ein bisschen hier durch die Altstadt und du hast wirklich ungelogen überall Kopfsteinpflaster. Hier Kopfsteinpflaster, du hast auf den Straßen Pflaster, also gefühlt ganz Köpenick ist mit Kopfsteinpflaster im allgemeinen Pflastern ausgestattet. Hier einfach ein Baumstamm, der von dem Biber so ein bisschen angefressen worden ist. Da haben sie jetzt echt dann manuell gefällt. Und da haben wir schon das Stadion, wo wir jetzt hingehen. Eine Legende nahm ihren Lauf, ein Mythos begann zu leben. Und er wird niemals, niemals vergessen. Eisern Union. So, wir sind jetzt letzten Punkt bei Meckes in Berlin aus Bahnhof. Ja, danach geht's mit dem ICE heim. So, da wir jetzt hier in Ostbahnhof einsteigen, ist auch noch der ganze ICE leer. Das heißt, freie Platzauswahl im kompletten ICE. Den man führt zuerst ab vom Bahnhof. Voll werden. Das heißt, suchen wir jetzt den besten Platz aus, dann geht es heim zurück nach Braunschweig. Und mit diesen letzten Bildern des ICEs aus Braunschweig verabschiede ich mich. Es waren sehr geile 2 Tage in Berlin, die haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich, dass ihr bis zu diesem Punkt an diesem Video geblieben seid, es eigentlich angeschaut habt und würde mich über positives als auch negatives Feedback freuen. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wann auch immer ihr dieses Video seht. Ciao!